Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind letztes Mal vor diesem Rätsel hier in der Zwergenruine stehen geblieben. Und da habe ich ein bisschen gefailt, denn ich habe das Spiel ausgestellt. Ich habe aber nicht gespeichert. Deswegen musste ich gerade eben nochmal die komplette Ruine durchlaufen. Das habe ich gemacht und dann hat mich diese Katria schon angesprochen. Und jetzt habe ich diese Quest halt bekommen. Ich muss das Klangschloss öffnen. Das wird wahrscheinlich das hier sein. Bin mal gespannt. Klingt wahrscheinlich eine kleine zu sein. Okay, was machen. Ich möchte die Dinger aber jetzt hier nicht mit Pfeilen abschießen, weil das geht ja glaube ich gar nicht. Mal gucken, ob ich ein bisschen was an Magie habe. Zerstörungsmagie. Frostbiss. Na klasse, wie soll ich denn da drankommen? Komme ich da jetzt dran? Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Shit. Muss ich doch mit Bogen drauf schießen, obwohl mir das eigentlich nicht gefällt. Ja. Gucken wir uns erstmal nochmal diese Unterlagen an, die wir gekriegt haben. Also, wir haben zum einen haben wir den Papierfetzen bekommen. Oben links. Also, ich werde mal vermuten, es sind ja 5 Dinger da, die man drehen muss. Unten rechts ist 2, oben links ist 3. Ja? Das merken wir uns mal. Wie geht der Papierfetz? Katrias Tagebuch. Und hier unten links ist 1. Und den Rest müssen wir mal gucken. Okay. Also. 1, 2, 3. Geht das? Also, 1, 2. Nein, bisher habe ich noch gar nichts. 2. Nehmen wir mal das hier. Das dürfte falsch sein. Okay. Hier, follow. Tut die alte eigentlich auch was? Entschuldigung. Also tut überhaupt nicht. Na komm. Sehr schön. Also das ganze Spiel hier nochmal von vorne. Ich krieg jetzt eigentlich immer einen Pfeil bitte wieder. Ah. Sehr schön. Aber die durchplündern wir noch. Obwohl ich eigentlich gerne ein bisschen
den Zentrum-Bio haben. Immer noch. Deswegen werde ich jetzt noch einmal falsch schießen. Das Problem bei der ganzen Sache ist einfach nur, dass halt wirklich Pfeile dabei schwinden. Aber wenn man wieder ein paar findet, ist das natürlich schön. Geht's gerade. Ja, jetzt bin ich beruhigt. So. Der dürfte da jetzt rauskommen, der Mr. Zinturio. Jetzt ist der Zwergenzentrum raus. Nicht schon wieder. Da wird er von da oben. Ah, jetzt. Der kommt nicht bis zu uns. Ja, sag ich doch. Sehr schön. Genau so muss das laufen, Freunde. Genau so muss es laufen. Oder sich gerne mehr Pfeile wieder bringen, weil hier wird ganz schön geballert. Vulkanglasfight. Oh ja. Haha. Einige davor. Warum gebe ich davor? Da passiert noch was, wenn ich da falsch vorschieße. Falsch, weil... Ne, ich wird nur noch damit geschossen. Okay. Dann machen wir es jetzt richtig. Ach, deswegen ist er auch gestorben. Jetzt verstehe ich das, wie das passieren kann. Auf jeden Fall hat sie es nicht gelöst. Das habe ich gelöst. Das ist sie. Muss man ja mal dazu sagen. Was gibt es denn hier Feines? Metallbarren. Sehr schön. Truhe. Eine Rubinhalskette. Mal einen blöden Ring, das mal da. Amulett von Dibella. Und Ring der geringen, flinken Finger. Da ist noch eine Truhe. Oh. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Objekte. Weil da ist ein neues Buch dazugekommen. Zauberbuch, Kerzenschein. Sehr schön. Und was haben wir denn hier? Also, ist es wahr? Was? Was ist das? Lasst mal sehen. Seht euch den Rand an. Hier ist ein Schnitt. Ein präziser Schnitt. Hättet ihr noch ein Stück in ähnlicher Größe, würde es einschnappen. Ich habe einmal eine Zeichnung davon gesehen. Dieser Splitter ist Teil eines Schlüssels. Ein Schlüssel aus reinem Ethereum. Der Schlüssel zur Schmiede. Und
Wir müssen natürlich noch die anderen Teile finden. Es müsste noch... drei weitere geben. Eines für jede der vier Städte, die an der Schmiede mitgearbeitet haben. In meinem Tagebuch hatte ich eine Karte. Damit sollten wir anfangen. Suchen nach Ethereum-Schwertern. Eins von vier. Wir müssen noch immer die Schmiede finden. Ich hatte einen Hinweis, wo sie ist. Es gibt viel zu tun. Ich mache mich auf den Weg und suche nach Hinweisen. Wir sehen uns bald wieder. Bestimmt. Okay. Nach so langer Zeit habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich... Ich meine, dass wir es schaffen können. Und das habe ich euch zu verdanken. Ja, das Vielen stimmt. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Okay. Das haben wir hier geschafft, aber ich möchte gerne mal eine Sache nachgucken. Bücher. Na, da haben wir ja hier ihr Tagebuch. Und da findet man dann angeblich die anderen Teile, ja? Sind wir jetzt Nummer 1 hier unten? Da unten links? Stimmt, Aktentams. Wird als Betarzell, verbündete Stadt, erwähnt. Hauptquelle für Ethereum, ein Lagerplatz. Ja. Okay. Wollen wir uns da mal vielleicht auf die Suche begeben? Ich glaube, das werden wir mal machen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich wollte hier nochmal gucken. Beschwörung. Schutzgeist beschwören und Zombie erwecken können wir machen. Kann ich das überhaupt schon wirken? Warum hast du widerstanden? Den können wir aber beschwören, oder? Ich hab nicht genügend Magiker, dann machen wir doch mal kurz. Wenn nicht, probieren wir es mal mit dem Skelett, was hier rumliegt. Na komm. Ach, wir versuchen es gleich mit dem Skelett. Der Wanderer sollte tot sein. Ja. Ah! Alle! Alle! Kann ich ja jetzt von dannen ziehen. Aber bevor... Bevor wir weiter danach suchen, werde ich noch einmal nach Weißlauf reisen. Denn zum einen möchte ich mal kurz in die Drachenfeste. Hä? Kann ich hier gerade eben. Dankeschön, Skelett. Ja, mal Glück gehabt. Das Skelett hat mich runtergeschützt. Ist gestorben. Nee, nicht gar nicht. Okay. Zwergensphäre mitnehmen. Ach, ist mir jetzt auch egal. Ja, bin ich gewesen, stimmt. Ich möchte mir nämlich einen schönen Zauber bei dem Hofzauberer kaufen von Weißloch. Hoffentlich kann ich den Schuh kaufen. Weil ich glaube, dann können wir Bogen schießen, ein bisschen Beschwörungsmagie gleichzeitig trainieren. Und ich würde jetzt mal so sagen, dass das gar kein schlechter Deal wäre. So. Wollen wir mal gucken. Weiß. Ja, drachenfeste Schnellreise. Wenn wir das nicht kaufen können, gut. Dann ist es halt so. Aber wir haben was dafür getan.
In deinem Bett. Fühlt ihr euch krank? Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Okay. Schrift? Nee. Da. Nee, Bekleidung auch nicht. Bücher. Beschworenes Schwert, beschworene Streitaxt. Ach, das ist doch schon ein bisschen. Oh, das stört mich. Aber was können wir denn mal. Halt den Zimmer eine Schnellheilung. Ja. So. Heilung ist egal. Heilende Hände ist mir auch egal. Ja, beschworenes Schwert. Ja, komm. Das nehme ich mal mit. Kriegst du von mir. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt. Ja, ja, ist aber im Internet voll. Okay. Bücher. Okay. Eis. Achso, das sind. Ja, ja, ich weiß schon. Immer als Favoriten hinzufügen und will mal die. Würdet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen? So, das ist jetzt schon gewesen hier. Ich leider mir den geschworenen Buch noch nicht käuflich erwerben können. Ich habe schon mal ein bisschen was anderes gemacht. Okay. Wo müssen wir denn nun hin? Achso, man sollte vielleicht erstmal in das Tagebuch nochmal reingucken, bevor man hier irgendwo rumschaut. So, Katrias Tagebuch. Also, Arkentams Hammer. Ja? Was haben wir jetzt nicht so? Wird als Ptarzell, verbündete Stadt, erwähnt. Es handelt sich aber nicht um Ptardams. Scheint er ein nördlich oder nordwestlich davon gelegener kleiner Standort nahe des Flusses zu sein. Okay. Wenn die 1 da ist, dann muss er die 2 da. Okay, gucken wir mal nach. Also. Da war Arkentams. Beim Fluss. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Vielleicht war mal dahin. Ich vorhin auch hingereist. Gucken wir uns mal um. Ja, wir gehen mal in diese Richtung. Und sehen mal, ob wir innerhalb der nächsten Zeit auf eine Zwergenhöhle treffen, weil. Das hört sich so an, wie eine Zwergenhöhle, die meinten aber nicht Tams im Zell oder so, sondern was anderes. So, abgeschworen, seid ihr wieder da? Ne, wir sind immer noch tot. Vom letzten Mal. Ist denn die Truhe wieder gefüllt? Auch nicht. Beutel. Den habe ich vielleicht letztes Mal gar nicht gelootet. Okay. Gehen wir mal in Richtung nach hier oben. Ob ich das jetzt finde, das ist eine ganz andere Sache. Ich versuche es, weil hier ist der Fluss. Und nahe des Flusses hieß es. Ja. Okay, aber wir werden den Zwergebogen ausrüsten. Ich hoffe, dass ich irgendwann bald diesen beschworenen Bogen kaufen kann. Weil damit könnte ich dann halt. Müsste ich ja eigentlich Beschwörung und. Hallo? Wo
durch den Kopf. Sehr schön. Da habe ich mich gerade ein bisschen gefreut. Voll durch den Kopf, Alter. Oh, herrlich. Okay. Da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. War, muss ich aber schon sagen, auch schön. Ah. Habe ich die hier mal ein bisschen von... Ach, abgeschworene Pfeile gibt es auch extra. Stimmt. Habe ich die mal ein bisschen von den abgeschworenen hier befreit. Was ist denn das hier? Ah, das ist eine Mine. Okay. Bei der Mine muss man, glaube ich, eine Quest erledigen. Deswegen gehen wir da jetzt noch nicht rein. Da muss man, glaube ich, die Mine befreien oder so. Von den Abgeschworenen. Aber hier oben ist... Okay, da komme ich aber jetzt nicht hin. Aber leider wirklich keine Zwergenrouten irgendwo in der Nähe. Ja, gibt jetzt auch nichts. So ein Tollkirschen. Was machen wir jetzt? Ich werde jetzt erstmal versuchen, einen Weg zu finden, da oben an diesem Schwerstein zu kommen. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann irgendwann mal weitersehen, wie ich dieses Tanz oder wie das auch immer wieder heißt, Tanzell finden kann. Und dann werden wir dahin latschen. Im Moment kann ich da leider nichts finden. Ich werde da wohl mal recherchieren müssen. Alles von alleine herauszufinden, ist manchmal auch mühselig. Deswegen kann ich das einfach, glaube ich, mal anschauen, wo das ist. Ah, hier geht es entlang. Sehr schön. Oh, hier geht es auch irgendwo rein. Holzgegummine. Ich will aber nicht in die Mine, ich will zu dem Stein, der da oben irgendwo ist. Dahin. Ich bin nicht richtig hier. Weiter suchen. Komme ich hier hoch. Wir stehen ja quasi direkt davor. Ja. Glück ist aber scheinbar nicht auf unserer Seite, weil wir können hier nicht weiter hochspringen. Schade. Ja, ich muss ja noch einen anderen Weg nach oben geben. Zum Beispiel hier entlang. Das sieht mir doch nach dem richtigen Weg aus. Hätte ich auch gleich nehmen können. Okay. Einiges an Pfeilen geschluckt, bis er endlich down ging. Und kann halt natürlich auch ein bisschen Schaden verteilen. So, was ist das hier für ein Lieberstein? Kann ich den vielleicht selber nutzen? Der Liebendenstein. Was macht der denn?
Wer unter dem Zeichen der Liebenden steht, verspürt immer den Trost der Liebenden. Alle Fertigkeiten verbessern sich schneller. Ich glaube, ich gar nicht mehr so verkehrt. Welches Zeichen habe ich bisher? Kann man doch hier nachgucken. Aktive Effekte. Knochenbrecherfieber habe ich. Okay. Der Diebstein. Alle Heimlichkeitsfälle. Nee, das lassen wir. Warte mal, war das. Lerne ich 20% schneller oder sind 20% erhöht? Scheiß drauf, Zeichen annehmen. Wenn man da alles bekommt. Aber hier finde ich nicht so komische Krams. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal diese Folge heute etwas früher beenden. Als sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn nicht so viel Action gegeben war. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, macht am besten gar nichts. Ihr kennt das Spielchen schon. Und ich würde einfach mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin. Ciao.